Die Homöopathie ist bei den Patienten sehr beliebt. Also in etwa 50% der europäischen Bevölkerung kennt die Homöopathie, beziehungsweise so hoch ist auch die Nachfrage nach der Homöopathie. Wir wissen, dass etwa 25 bis 40% der Allgemeinmediziner in Europa homöopathische Arzneien von Zeit zu Zeit einsetzen, ohne zusätzliche Ausbildung, und 5% der Allgemeinmediziner in regulärer Form diese verabreichen. Wir feiern 200 Jahre Homöopathie in Österreich. Damals führte Dr. Mahnzeller, ein Militärarzt, über das Invalidenspital in Prag die Homöopathie in der österreichischen Monarchie ein. Und Dr. Mahnzeller war damals auch derjenige, der hier in Wien Leibarzt wurde von Metternich. Das war ganz interessant, weil der Metternich war auch derjenige, der die Homöopathie zeitweise verboten hat. Und gleichzeitig war aber der Dr. Mahnzeller auch der Leibarzt seiner Familie, vor allem seiner Kinder. Und in dieser Ambivalenz stehen wir bis heute, in dieser Ambivalenz zwischen Politik und Patientenbedürfnis. In den Vereinigten Staaten gibt es seit 20 Jahren bereits ein jährliches Forschungsbudget von etwa 100 Millionen Euro. Hier hinkt Europa ganz eindeutig nach. Und eine ganz starke Forderung des Cambrella-Reports ist auch, hier in die Forschung zu investieren, eine zentrale Stelle zu schaffen, wo Komplementärmedizin beforscht wird und entsprechendes Forschungsbudget auch zur Verfügung zu stellen. Die letzte Meta-Analyse, die ja entscheidend ist über die Wirksamkeit der Homöopathie von Professor Hahn, der gar nichts mit Homöopathie zu tun hat, wie er auch schreibt, noch nie Homöopathiker eingenommen hat, aus einem Land kommt, wo die Homöopathie eigentlich nicht stark verankert ist, muss man sagen. Und er sagt auch, es müssten 90% der klinischen Studien außer Acht gelassen werden, um zu einem negativen Schluss über die Wirksamkeit der Homöopathie zu kommen. Im Jänner dieses Jahres wurde hier in Wien ein sogenannter CEN-Prozess, das ist ein Standardisierungsprozess, begonnen, der dazu führen soll, die Ausbildung europaweit auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Das ist ganz im Sinne des neuen Strategiepapiers der WHO, das auch letzten Herbst, im November, publiziert worden ist. Das heißt WHO Strategy on Traditional Medicine, ein Strategiepapier, das von 2014 bis 2023 geht, wo ganz explizit die Mitgliedsländer aufgefordert werden, im Bereich der Komplementärmedizin dafür zu sorgen, dass die Ausbildung, die Ausübung und auch die Arzneimittelprodukte gesetzlich geregelt werden.